Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und heute zeige ich euch, wie ihr in BeamG Drive schöne Perforts machen könnt. Es ist ganz einfach. Am besten ist es, ihr pausiert das Game, wie ich es jetzt gemacht habe, und dann geht ihr an die entsprechende Stelle, wo ihr es gerne machen möchtet. Ich mache es jetzt einfach mal für euch hier hin. Drückt F11, um den schönen Editor hier zu öffnen. Das ist leider noch auf. Das habe ich aus Versehen aufgelassen. Ist nicht so schlimm. Und dann geht ihr hier. Ihr braucht nichts zu öffnen oder sonst was. Ihr geht einfach hier. Sucht euch die Terrain Tools raus. Jetzt könnt ihr natürlich die Farbe ändern. Also das, brauchen wir aber gar nicht. Das schließen wir einfach und gehen auf Lower Höhe. Also die Höhe entweder tiefer oder höher machen. Oder ihr könnt dann halt Really Smooth oder Smooth Slope oder Paint Noise. Den Kack halt machen. Ich nehme jetzt einfach mal normale Low, also dass wir es niedriger machen. So, gehen jetzt mal so hin und dann klicke ich hier an und ihr seht, schwupp, haben wir ein komisches Loch hier im Boden. Das Ganze könnt ihr auch mit dem Höhenverstellerin-Dings machen. Klickt einmal und je nachdem, wie hoch ihr haben es wollt, ne, ihr könnt es natürlich auch so hoch machen. Desto länger ihr hält, desto höher geht's. Ihr könnt auch also auf den Berg bis oben hin machen. Desto länger ihr hält, desto eher habt ihr es entweder tiefer oder höher. Kommt halt drauf an, was ihr ausgewählt habt. Oder ihr nutzt die Funktion Really Smooth. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt... Seht ihr, dann geht es hier so an manchen Stellen runter und dann passt er das irgendwie auf die anderen Straße an. Oder ihr nehmt halt hier Smooth Slope. Dann seht ihr, wie hier es hier ein bisschen runter geht. Schwupp, habt ihr hier so eine kleinen Hubbel drin. Oder ich weiß selber nicht, was Paint Noise ist, habe ich noch nie probiert, aber dann seht ihr, wollt ihr glaube ich nicht benutzen, es sei denn, wollt ihr bis zum Ground machen. Ja, das ist für Slopes natürlich gut. Brauchen wir jetzt eigentlich hier nicht, deswegen ignorieren wir das einfach mal. Ist ja jetzt eh nur hier kurz zum Test. Oder Flatten, dann passt ihr das alles so, guckt, dann macht ihr damit sozusagen das alles irgendwie passend auf die Höhe, die ihr hier gemacht hattet. Detail und sowas, das könnt ihr selber gucken. Aber das wäre jetzt, wie man Perforts macht. Am besten die Slopes benutzen. Es sei denn, ihr wollt ein Riesenloch haben und macht dadurch ein Video. Es ist egal. Habe ich für euch natürlich mal was vorbereitet. Funktioniert das Ganze, wie ihr Perforts machen könnt. Wir können mal kurz dahin fahren, mal da drüber fahren und gucken uns das hier nochmal an. Wir haben ja hier einen kleinen Hubbel. Da sieht man es. Ja? Da wo. Und dann haben wir hier einen Riesenhubbel. Und haben dann ein Riesenloch. Also wenn ihr ihn groß genug macht, passt auch hier so ein Riesenauto da rein. Aber dieser kleine Pitchen sollte hier reinpassen. So. Oh. Ihr seht, wie tief das geht. Es geht sogar noch tiefer als eigentlich gedacht. Guckt euch das an. Bis hierhin. Wir sind jetzt hier stecken geblieben, weil es zu eng geworden ist. Ja, ihr seht, was ihr damit anrichten könnt. Und jetzt euch mal zeigen, was ich auf meiner selbstgemachten Strecke, was man da alles so machen kann. So ein paar Ideen gebe ich euch. Die werde ich euch jetzt zeigen. Also einmal könnt ihr euch einen schönen Racewagen holen, richtig voll Stoff geben und einfach mal drüber brettern und mal gucken, was passiert. Whee! Fliegt einmal durch die Luft, macht euch das Auto richtig kaputt, wie ihr seht. Und das Ganze kann man natürlich noch langweiliger gestalten oder cooler gestalten, indem ihr euch einfach irgendein komisches Offroad-Fahrzeug nehmt oder ein richtiges Offroad-Fahrzeug und einfach ein bisschen langsamer drüber fährt. Ihr müsst nur darauf aufpassen, dass das auch zur Höhe des Autofahrers passt, weil hier seht ihr jetzt, was passiert, wenn man da nicht drauf achtet. Was ihr aber auch machen könnt, ist, ihr holt euch ein beliebiges Auto, nehmt einen Trailer und kuppelt den mal an und dann guckt ihr, was passiert, wenn ihr jetzt darüber fährt? Und wie ihr seht, der Wagen fällt jetzt komplett auseinander, der Travel Trailer hier. Unserem Auto geht es soweit ganz gut, bis auf den Trailer. Der lebt nicht mehr ganz, wie ihr seht. Das war's dann auch jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr gerne noch als Tutorial über BeamG oder sonst was sehen wollt. Dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.